Frau Schaal, wir fahren eine mit. Bavaria Tonstudio in München. Frau Schaal ist schon seit 6 Uhr auf den Beinen, denn sie kommt aus Hamburg. Sie brachte ein Playback mit, das in Hamburg produziert wurde und hier in München fertig gemischt wird. Es ist der Titel Oklahoma Bay von Peggy March. Alltag in der Musikbranche, die seit es Kassetten gibt, einen zusätzlichen Markt entdeckt hat, die Coverversion. Auf Deutsch Nachziehproduktionen, Imitationen von gängigen Schlagern, die dann als Billigkassette bei relativ guter Qualität für 6 Mark auf den Markt kommt. Frau Schaal ist Studiosängerin und Hausfrau. Sie imitiert Stimmen großer Stars. Wie kam sie zu diesem Job? Im Berliner Mozartchor habe ich eigentlich angefangen zu singen. Und daraus entwickelte sich dann, dass ich eines Tages einem Plattenproduzenten vorgesungen habe und so kam ich ins Studio. Ich habe dann in Berlin auch eine Band gehabt, mit der wir aufgetreten sind. Und nebenbei lief immer weiter diese Studioarbeit. Ich habe dann auch eigene Platten produziert, die allerdings nicht so das geworden sind, was ich mir erhofft hatte. Vielleicht lag es am Titel, vielleicht lag es auch an der Promotion, die dafür gemacht wurde, dass die nicht ausreichend war. Auf jeden Fall klappte es nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte. Sie wollte also auch einmal Star werden, aber es hat wie bei so vielen nicht geklappt. Hat die ausgebildete Sängerin resigniert? Resigniert insofern nicht, weil ich halt immer doch noch meine Studioarbeit hatte, nicht? Natürlich, ich wäre natürlich ganz gerne auch mal der große Star geworden. Sie imitieren also rund ein Dutzend Schlagersänger oder Sängerinnen, besser gesagt. Wie ist das so, wenn man so im Schatten von den Stars steht? Ach Gott, ich weiß nicht, so im Schatten befindlich findet man sich gar nicht. Man hat natürlich ab und zu mal den Wunsch, ach ja, möchtest du, diesen Erfolg möchtest du auch ganz gern haben. Aber den Schatten sehe ich nicht so. Ja, qualitativ sind Sie ja praktisch eine vollwertige Sängerin. Woran liegt es, dass man also dann doch nicht den Sprung schafft? Ja, ich denke, dass es daran liegt, dass ja auf diesen Platten, die ich produziere, mein Name nicht erwähnt wird. Und ein Sprungbrett in dem Sinne ist es nicht. Ne? Auch diese Coverversion, die Sie also jede Woche produzieren, werden Sie ja namentlich auch nicht genannt. Nee, das mache ich anonym. Zumindest finanziell befindet sie sich im Schatten. Denn mit 150 bis 200 Mark pro Titel sind sämtliche Rechte abgegolten. Zurück zur Produktion. Hier werden im Tonstudio die einzelnen Titel im Sound angepasst und auf einen sogenannten Master kopiert. Dieser Master läuft dann auf dem Kopiergerät mit 32-facher Geschwindigkeit in Form einer Endlosschleife. Diesem sogenannten Muttergerät sind bis zu 20 Tochtergeräte angeschlossen, auf denen die Tonband-Rohwickel ebenfalls mit 32-facher Geschwindigkeit gespielt werden. Ein hoher technischer Aufwand, der sich aber zu lohnen scheint. Denn einer der größten Produzenten in diesem Geschäft liefert täglich rund 40.000 Kassetten an Kaufhäuser und Versandkonzerne. Dass seine Kassetten nicht in den Fachhandel kommen, braucht ihn nicht zu stören. Denn mit 6 Mark Stückpreis unterbietet er jeden Originaltitel, der immerhin 21 Mark kostet. Um jeden Zweifel aus dem Weg zu gehen, das Geschäft ist legal. Wir haben uns erkundigt. Die GEMA-Gebühren werden bezahlt, es sind rund 80 Pfennig pro Kassette. Wieso ist es also möglich, eine Kassette um rund 15 Mark billiger zu produzieren und das bei gleichem technischen Aufwand? Wie ist es möglich, dass diese Firma in München alleine 4 Millionen Kassetten im Jahr verkauft? In Deutschland zusammen produzieren ca. 40 Firmen 12 Millionen Kassetten zum Stückpreis von 6 Mark. Es ist nicht einfach, diesen Markt zu begreifen, aber hier nur einige Tatsachen. Heutzutage bedient sich der Konsument lieber mit Kassetten, die mit kompletten Hitparaden bespielt sind, ohne zu wissen, dass es sich hier nicht um die Originale handelt. Und da liegt nun sprichwörtlich der Hund begraben. Denn würden es Originale sein und nicht anonyme Studiosänger und Orchester, müsste der Produzent Künstlertantiemen bezahlen. Und das ist so teuer, dass die Kassette 21 Mark kosten würde. Aus Amerika kam die Idee der Coverversion. Und bei uns wurde sie derart verfeinert, dass es hier in Deutschland bereits einen eigenen Musikmarkt gibt. So wird also fleißig produziert und gekauft, von der aktuellen Hitparade über Klassik und Hörspiele bis zur Biene Maya.